Jo Leute, was geht? Willkommen zurück heute Mario Strikers Battle League. Das Ganze könnt ihr jetzt schon vorab runterladen und schon eine Woche vor dem offiziellen Release spielen, tatsächlich. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Und was man jetzt schon machen kann, ist einmal komplett das Training abschließen und am 4. und 5. Juni jeweils zu bestimmten Uhrzeiten online spielen. Dafür müsst ihr Folgendes machen. Im Nintendo eShop müsst ihr Mario Strikers Battle League Football First Kick runterladen. Ist komplett kostenlos. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Und dann könnt ihr am 4. Juni von 5 bis 6, 13 bis 14 und 21 Uhr und am 5. Juni von 5 bis 6, 13 bis 14 auch 21 bis 22 Uhr. Also komplett das Wochenende, jeweils drei Zeiten, wo ihr online spielen könnt, auch zu zweit an einer Konsole mit euren Freunden. Und wie gesagt, das Einzige, was ihr dafür braucht, ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, damit ihr logischerweise online spielen könnt. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns heute schon mal das Training an. Und da ist das Erste, Laufen und Schießen. Ich bin richtig gespannt. Also ich habe mir noch nichts angeguckt, ich habe mir auch noch nichts von der Steuerung angeguckt, das wird echt spannend jetzt. Wurde ja auch schon gesagt, dass kostenlose Updates kommen werden. Haben wir unten im Fußbot. Hallo, ich bin's Fußbot, willkommen bei meiner Lektion. Laufen und Schießen. Okay, perfekt. So, mit dem L kann man laufen. Okay, das ist ja logisch, ne? Laufen. Oh. Fühlt sich sehr gut an. Oh, das fühlt sich sehr gut an. Ohne Delay. Dann sprinten wir, um schnell voranzukommen. Von L und dabei ZR gedrückt halten. Okay, ZR ist sprinten. Dann haut er den Ball immer so nach vorne. Okay. Man kann gedrückt halten oder einmal gedrücken. Ja. Not bad. So, Torschüsse kommen jetzt. Kurz A. Okay. Mit A schießen finde ich ein bisschen komisch, finde ich. So, drücke A. Ja. Aber schießen mit B hätte ich irgendwie mehr gefühlt. Na, mal schauen. Also A ist schießen. Okay, A gedrückt halten, aufgeladener Schuss, das kennt man ja. Bam. Bam. Zack. Prima. Okay. Was gibt's noch? Wenn die Tore gezielt wird, die Aussicht auf einen Torerfolg. Wünsche Richtung, kurz A, erhalten, A. Okay, das kriegen wir auch hin. Ja, okay, das kennen wir ja alles schon. Ne? Ist ja wie jedes andere Fußballspiel, ne, wenn man ein bisschen nach oben zielt, dann geht er auch noch nach links. Und wenn man nach unten zielt, dann geht er nach rechts. Ups. Oh, man kann auch den Ball so richtig hinterher sprinten. Oh, Latte. Schön mit draußen ist. So, was jetzt? Schuss- und Technikwerte, ist klar. Okay, das war's schon. So, gezielter Schuss. 1-0, perfekt. So, nächste Lektion. Was gibt's denn? Wie viele Lektionen gibt's denn? Passen. Passen ist wahrscheinlich mit B, ne? Ja, mit B. Fühlt sich sehr gut an, kann ich euch sagen. Items. Oh, jetzt wird spannend. Action werfen sie manchmal lauter vergessen Blöcke auf dem Spielfeld. Okay, das Ganze,
war früher so, wenn ja jemand getackelt hast, der keinen Ball hatte, dann hat der Gegner ein Item bekommen. Jetzt ist es so, dass solche Fragezeichenblöcke auftauchen. Okay. Und da muss man das nur einsammeln. Okay, man sammelt es ein. Wie setzen wir uns dann ein? Berühre einen Block und faust gegnerisches Teams. Und dann? Ah, das hat dann auch nur meine Farbe. Okay. Es gibt Regenbogen, die können jeder nehmen. Und dann gibt es noch welche in verschiedenen Farben. Okay. Nur mit X verwendet man das Item. Okay, der Pilz ist natürlich crazy geil. Okay, dann gibt es noch einen Stern. Bam, bam, bam. Das ist natürlich perfekt. Okay, Trainingsspiel. Ich würde sagen, wir brechen hier mal ab. Ich will euch jetzt auch nicht alles zeigen. Ihr könnt natürlich auch selber erstmal schauen, wie ihr das findet und das selber alles machen. Ich will auch nicht alles spoilern. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Demo. Und am 4.5. nicht vergessen, das Ganze werde ich auch streamen. Am 4. um 13 Uhr die Stunde. Definitiv werde ich online sein, vielleicht mit euch zu spielen auf Twitch. Und gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.